Es ist nur ein Grundtor. War ein Grundtor. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Die zweite Prüfung ist vorübergehend außer Betrieb. Ihr könnt einfach durchgehen. Oder nicht? Ja. Ganz egal. Ja. Der Grundtor-Futterspender scheint defekt zu sein. Oh? Kannst du uns helfen, an den Goldbeutel zu kommen, Glitch? Mach einfach konsequent weiter, dann ist dieser Computer im Handumdrehen bereit für Ratchet. Solange ich verhindere, dass die Viren mir wieder eine Falle stellen. Das nächste Mal reden wir von Angesicht zu Angesicht. Ich freue mich schon darauf. Allein du, Glitch. Ihr habt den Jackson überlebt?
aber mal sehen, ob ihr auch unsere letzte Prüfung bestehen könnt. Und so setzte Captain die Segel auf der Suche nach dem fabelhaften Schatz. Ihr habt überlebt? Ich meine... Endlich! Offenbar hat Pia doch die Wahrheit gesagt. Sehen wir erst mal, was da vorne ist. Oh oh. Vielleicht heißt das herzlichen Glückwunsch auf Krakisch. Das macht es nicht gerade besser. Ratchet! Also, Captain, was führt dich hierher? Du, bist in Gefahr. Der Imperator hat einen... Dimensionator? Du weißt Bescheid? Ha!
Haha, wir haben ihn verwanzt. Unser bisher größter Coup. Also ist eigentlich er der in Gefahr ist. Mit dem Ding kommen wir dem Imperator zuvor. Ding? Das ist mein Gesicht. Aber du bist kein Roboter. What? Du wagst es! Warte, hier gibt es auch einen Quark? Quark? Es heißt Quantum! Captain Quantum! Mörder! Nein, 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 nein! Ich bin's! Ich bin es doch! Quantum, seht ihr? Ihr werdet büßen, den Kopf des Käpt'n so zu schänden! Alle beide! Nein, nein, nein! Das ist alles deine Schuld, Käpt'n! Was? Du musst mich retten! Ich heiße Ratchet! Überlässt du uns den Helm? Gut. Du kannst den dämlichen Helm haben. Ich steuere uns von diesem Planeten. Aber du musst uns die Piraten vom Leib halten, bis wir startbereit sind. Überlass das mir. Dimension. Aber besprechen wir das lieber später. Jetzt zum Gegenangriff sammeln lassen. Aber ich bin's nicht mehr. Also wer weiß? Das klingt bedenklich. Aha! Wir sind Freiheit! Süße, glorreiche Freiheit! Moment. Oh nein. Jagt uns der ganze Planet? Wenn die mich nicht abmurksen wollen würden, würde ich mich echt geehrt fühlen. Nur noch einen Moment! Wir sind fast bei voller Leistung! Wo will das Schiff hin? Was zum Henker ist das? Sie haben den Plünderstrahl eingesetzt! Es ist ein Hinterhalt! Und ein perfekt durchgeführter noch dazu! Ich habe Ihnen alles beigebracht! Aus den Ketten gekämpft dafür schafft! Ja!
Alle an Bord! Will er etwa ohne uns weg? Ihr beide gebt ziemlich gute Piraten ab. Wärt ihr interessiert, meiner neuen Crew beizutreten? Ihr kriegt beide einen Hut. Danke, aber verschwinden wir lieber zuerst mal, bevor die Piraten oder der Imperator hier sind. Imperator? Wir werden längst weg sein, bevor er in meine Nähe kommt. Wir sind startbereit. Hier die Starterdüsen! Brauchen wir Sicherheitsgurte? Wir sind auf Grund gelaufen! Sie bewegt sich nicht! Nein, nein! Sie haben einen Versenker! Meinst du diese riesige Kanone? Sie schießt uns bis nach Pokitaro! Du musst sie ausschalten! Versenkerladung bei 80%. Ratchet, wir müssen den Versenker schnell deaktivieren. Okay, hier muss es doch irgendwas. Versenkerladung bei Dimension auch ein Pirat? Nein, er ist ein Held. Auch wenn er uns verraten hat, sich ergeben, um seine Haut zu retten, unsere Lorbeeren geklaut. Er ist ein Held? Weil er, egal wie oft er es auch vermasselt, immer da ist, wenn es drauf ankommt. Er versucht's immer wieder. Die Dimension bricht auseinander. Der Imperator ist allmächtig. Und mein Leben ist in Gefahr. Die Chance für einen Berufswechsel. Und da hab ich dich. Was tust du da? Ein Held sein! Quantum hat uns wirklich gerettet. Wow. Wir müssen es Rivet und Kit sagen. Treffen wir sie bei Zokis. Dort können wir unseren nächsten Zug planen. Was du kaputt machst, wird gekauft!
Aufrüstung wirst du lieben. Musst noch ein paar Schurken erledigen, bevor du die hier aufrüsten kannst. Ich glaube, ich habe im Ödland einen Mönch gesehen. Was hat er denn vor? Rivet muss ein paar Zobsteine finden? Viel Glück. Was Rivet wohl treibt? Es ist soweit. Ich hab's geschafft. Die Piraten sind vernichtet. Der Widerstand ist besiegt. Und die Galaxie gehört endlich mir. Das war's? Keine Freude? Kein Glück? Keine mörderische Erleuchtung? Wieso fühle ich mich nicht anders? Weil du Glückseligkeit mit Erfolg gleichsetzt und jetzt, wo du Erfolg hattest, ist das Leben bedeutungslos. Was könntest du denn schon über Erfolg wissen, du? Genau. Ich hab noch gar nicht gewonnen. Es gibt noch so viele andere Dimensionen, die erobert werden wollen. Viel Glück bei der Suche. Ich habe Jahre gebraucht, um die Koordinaten zu dieser hier zu finden. Aber nur, weil du die goldene Regel des Reisens nicht beachtet hast. Hab immer eine Karte dabei. Eine Karte? Die Dimensionskarte? Die im Archiv. Er will nach Savali. Hast du's gehört, Rivet? Jawohl, wir sehen uns dort. Oh nein! Das muss Nefarius sein. Im Archiv war die Dimensionskarte, richtig? Ja. Rivet, Kid. Imperator Nefarius hat das Archiv zerstört. Wir sehen drinnen nach, ob er die Karte hat. Das Archiv wurde zerstört? Wo ist Gary? Ich weiß es nicht. Nefarius Truppen voraus. Der Imperator will bestimmt zu den Archiven. Wir müssen vor ihm dort. Er überbeansprucht den Dimensionator. Die Grenzen zwischen den Universen beginnen sich aufzulösen. Also haben wir jetzt Knochenschurken? Knochenschurken. Natürlich. Was sonst? Täusche ich mich? Oder sind die echt gut? Ich glaube, hier erheben sich die Toten. Sorry, was? Schnell, Ratchet. Wir müssen zum Archiv. Wir kommen zurecht. Keine Sorge. Bis dann.
bald ins Innere des Archivs. Dieser Spalt bringt uns rein. Na los! Ich hoffe, der Imperator hat die Karte nicht gefunden. Oh nein! Rivet, die Dimensionskarte ist weg! Der Imperator war wohl zuerst hier. Wir nähern uns seinem Flaggschiff. Wir holen sie zurück. Geht's Gary und den Mönchen gut? Wir finden sie. Viel Glück da oben. Anhand der Baunorm der Schiffe des Imperators müssten sich Wertsachen auf der oberen Ebene befinden. Hoffentlich ist die Karte dort.